Dann nochmal herzlich willkommen. Ihr seid hier beim letzten großen Vortrag auf der Fusion im Content-Zelt. Sehr toll, dass ihr alle da seid. Ja, ich habe gar nicht mehr so viele organisatorische Ansagen, weil es ja jetzt gleich vorbei ist. Deswegen, wir freuen uns sehr, dass ihr alle hier seid. Und ich freue mich sehr, dass Hendrik und Steffen von der Initiative Berlin Werbefrei heute hier sind, die uns ein bisschen mehr dazu erzählen, wie kann man eigentlich eine Stadt oder überhaupt eine Gesellschaft ohne kommerzielle Werbung umsetzen, wie kann man das weiterdenken, weil eine Zukunft ohne Werbung überall an jeder Ecke ist doch eine, die sich viele von uns hier sehr wünschen. Schön, dass ihr da seid. Ja, auch von uns nochmal hallo. Wie gesagt, wir sind beide, Steffen und ich, engagieren uns in der Initiative Berlin Werbefrei und berichten heute ein wenig über die Problematik, die wir in Außenwerbung sehen und wie wir uns eine Stadt mit deutlich reduzierter Außenwerbung vorstellen und wie man das vielleicht umsetzen kann. Ja, ich bin sehr froh, dass wir den Vortrag hier auf der Fusion halten können. Es geht bei uns ja um die Gestaltung von Städten und dem öffentlichen Raum. Und die Fusion ist ja auch eine gewissermaßen eine kleine Stadt, eine ganz besondere Stadt mit 80.000 Einwohnern, die unter anderem komplett werbefrei ist. Und das ist ein Ding, was mich vor einigen Jahren, als ich das erste Mal hier war, sehr positiv überrascht hat. Denn bis dahin kannte ich nur deutlich kommerziellere Festivals, auf denen unter anderem eben überall Werbung hängt und man die ganze Zeit das Gefühl hat, dass einem von allen Seiten etwas angedreht wird. Und so konnte ich es im ersten Moment gar nicht richtig glauben, als ich das erste Mal hier war, einen Ort vorzufinden, der von der Gestaltung her genau das eben nicht tut, sondern ein Ort, der gestaltet ist, um dort gerne zu verweilen und zusammenzukommen und sich auszutauschen. Genau. Und damals waren sogar alle Etiketten von den Flaschen abgemacht und durch Fusion-Etiketten ersetzt. Das fand ich sehr gut. Wenn man sich jetzt vorstellen würde, die ganze Fusion sei vollgekleistert mit Werbung und überall würden Plakatflächen rumhängen, so wie es in unseren Städten eben der Fall ist, dann würde das den Charakter des Ortes wahrscheinlich komplett ändern. Es wäre kein Ort mehr, an dem man so gerne zusammenkommt und verweilt und sozial interagiert. Die ganze Vorstellung ist ein wenig absurd. Und wenn diese Vorstellung so absurd ist, dann fragt man sich, wieso lassen wir es in unseren Städten dann zu? Sollte der öffentliche Raum in den Städten nicht auch ein Ort des Zusammenkommens sein, ein Ort des öffentlichen Lebens? Aber es ist nicht nur der öffentliche Raum durchdrungen von Werbung, sondern im Endeffekt unser ganzes Leben. Wir haben Werbung auf im Internet, im Fernsehen, im Radio, in Magazinen, auf unseren Smartphones. An sich ist unser ganzes Leben durchdrungen von Werbung. Die Frage ist dann im Endeffekt, brauchen wir das? Wollen wir das überhaupt? Ist es vielleicht ein notwendiges Übel? Und was macht es überhaupt mit uns, all diese Werbebotschaften, die wir den ganzen Tag sehen? Und deswegen würde ich gerne am Anfang, bevor wir gleich zu Außenwerbung im Speziellen kommen, ein paar Worte zur Werbung allgemein zu verlieren, und zwar zu der Frage, wie funktioniert Werbung überhaupt? Und wir haben uns jetzt ja ausgiebig mit dem Thema beschäftigt, auch wenn ich kein Experte für Werbepsychologie bin, so fällt doch auf, dass immer wieder dieselben Konzepte aufkommen. Und das ist einmal die andauernde Wiederholung, mit der Werbung arbeitet. Es wird dasselbe Marke oder dasselbe Produkt immer wieder gezeigt. Und dadurch gewöhnt man sich daran und der Mensch bevorzugt nun mal Dinge, die er schon kennt, die ihm vertraut vorkommen. Und allein die Wiederholung verankert sozusagen die Marke dann in unserem Kopf. Auf der anderen Seite geht es für gewöhnlich darum, das Produkt oder die Marke mit Emotionen zu verknüpfen. Man sieht häufig lachende Gesichter oder coole Situationen, in denen Menschen Spaß haben und daneben dann die
das Produkt oder vielleicht etwas, was Freiheit repräsentiert, ein Reiter durch die Wüste und dazu eine Schachtel Marlboro, die natürlich erstmal überhaupt nichts damit zu tun hat, aber das Ganze soll eben miteinander verknüpft werden, auch dann wieder über die andauernde Wiederholung. Also Emotionen gibt es in der Werbung zu Genüge. Es gilt anscheinend die Regel, maximal eine Aussage pro Werbung, wobei Werbung hier nicht mit Informationen verwechselt werden sollte, denn was tut Werbung meistens nicht? Sie informiert meistens nicht. Sie hat zumindest nicht die Information, die für den Verbraucher relevant wäre. Es steht nicht dabei, was das Produkt kostet, welche Versionen es davon gibt, welche Alternativen es vielleicht gäbe oder gar welchen ökologischen Fußabdruck es hat. Die relevanten Informationen für den Verbraucher sind für gewöhnlich nicht dabei. Für den einzelnen Betrieb ist es natürlich absolut, macht es absolut Sinn, Werbung zu schalten. Wer nicht wirbt, der stirbt, heißt es. Und es geht dabei natürlich darum, sich gegenüber der Konkurrenz durchzusetzen. Gesamtwirtschaftlich gesehen oder auch gesamtgesellschaftlich gesehen bietet Werbung allerdings keinen Mehrwert für die gesamte Gesellschaft. Dazu gibt es viele Argumente, die man lange diskutieren könnte. Es reicht aber eigentlich, sich vorzustellen, die komplette Werbeindustrie würde streiken. Das würde im Endeffekt niemanden jucken. Es würde keinem wirklich was fehlen. Genau. Auf der anderen Seite gibt es aber eine ganze Reihe an Kritikpunkten bei Werbung. Es werden unnötig Bedürfnisse erzeugt, die Konsum- und Wegwerfgesellschaft anheizen. Es wird häufig der Jugendschutz gebrochen und sie ist häufig sexistisch, ist generell eine unglaubliche Ressourcenverschwendung. Also all diese Punkte stehen auf der anderen Seite. Genau, es gibt viele Kritikpunkte zu Werbung allgemein, aber ganz besonders kritisch sehen wir eben Werbung im öffentlichen Raum, die nochmal ihr ganz eigenes Problemfeld darstellt. Genau, also wir sehen, Werbung ist zumindest problematisch. Und eins ist hier auf jeden Fall auch, sie ist nämlich allgegenwärtig, also Werbung durchzieht eigentlich inzwischen so gut wie alle unsere Lebensbereiche. Und mich würde erstmal interessieren, habt ihr eine Idee, wie viele Werbebotschaften der durchschnittliche Stadtbewohner in etwa pro Tag sieht? Habt ihr euch das schon mal überlegt? Und falls ihr eine Idee habt, könnt ihr einfach mal eine Zahl in den Raum rufen. 100, okay. Wer bietet mehr? 400? 1000, okay. Okay, also ja, tatsächlich sind es noch mehr. Also es gibt natürlich keine genaue Zahl, weil das sehr stark schwankt, aber es gibt verschiedenste Schätzungen dazu und alle Schätzungen spielen sich eigentlich im Bereich von mehreren Tausend ab. Also es geht sogar hoch bis zu 12.000. Also eine Zahl, die man öfter hört und auch eine der vorsichtigeren Schätzungen ist 3.000. Und davon kann man auf jeden Fall ausgehen. Und wir haben uns mal gefragt, wie würde es eigentlich aussehen, wenn man 3000 Werbebotschaften mal nimmt und komprimiert visualisiert. Und dazu haben wir ein kleines Video gemacht. Das will ich euch jetzt zeigen, zumindest den Anfang davon. Ich hoffe, man kann es gut sehen. Vielleicht die, die weiter hinten sitzen, wenn ihr es nicht gut sehen könnt, kommt vielleicht ein Stück näher ran. Also es geht darum, diese Masse, diese Zahl 3000 einmal ein bisschen zu veranschaulichen. Wir sehen also auch hier schon, gerade im öffentlichen Raum sind eigentlich alle möglichen Oberflächen, die sich für Werbung nutzen lassen, auch werden dafür genutzt. Also es gibt Werbung an Bushaltestellen, auf und in Bussen, auf freistehenden Werbeanlagen, an Baugerüsten, an Bauzäunen, an Laternen, an Stromkästen, auf Treppenstufen. An Litfaßsäulen, an Plakatwänden, an Bussen. An Bahnen, in Bussen, in Bahnen. Genau, also eigentlich wird, zumindest in Berlin ist es sehr extrem, das variiert natürlich auch von Stadt zu Stadt, aber es wird echt jede nutzbare Fläche auch für Werbung genutzt. Das führt natürlich auch zu einer sehr starken Vereinnahmung der Stadt durch diese Werbung, also Vereinnahmung des Stadtbildes und der Aufmerksamkeit der Stadtbewohner und Bewohnerinnen. Und ganz abgesehen davon natürlich auch die Ressourcenverschwendung. Also wenn man sich einmal überlegt,
wie viel Ressourcen das verbraucht, wirklich jede Woche oder alle zwei Wochen diese ganzen Klebeplakate und Werbeflächen neu zu bespielen, dann ist das schon eine sehr, sehr krasse Ressourcenverschwendung, die damit einhergeht. Und auch gerade bei den digitalen Werbeanlagen ist der Stromverbrauch auf jeden Fall auch ein sehr wichtiger Faktor. Okay, also ihr merkt schon, das ist sehr anstrengend, sich das anzugucken. Ich will euch jetzt nicht zumuten, euch die ganzen 3000 bis zum Ende anzugucken. Falls ihr das machen wollt oder das irgendwo zeigen wollt, das gibt es auch im Internet unter 3000ads.org. Genau, aber ich glaube, wir können an dieser Stelle mal stoppen. Und jetzt würde ich gerne weitermachen mit einem Zitat vom Fachverband Außenwerbung. Das geht so: Denn als wahres Massenmedium spannt sie ein Netz von mehreren hunderttausend Out-of-Home-Werbeträgern über ganz Deutschland. Immer, überall, 24 Stunden an jedem Tag des Jahres, unausweichlich, unübersehbar. Und das trifft es eigentlich ganz gut. Und genau das ist eigentlich auch das Hauptproblem, was wir mit Werbung haben, nämlich diese Unausweichbarkeit. Gerade im öffentlichen Raum wird uns natürlich die Entscheidungsfreiheit darüber genommen, ob wir die Werbung sehen möchten oder nicht. Also sie wird uns einfach vorgesetzt und wir sind dem ausgeliefert, mehr oder weniger. Wenn man sich mal überlegt, im Fernsehen kann man umschalten oder ausschalten, im Internet kann man einen Adblocker installieren, in der Zeitschrift kann man umblättern oder sich die Zeitschrift im Zweifelsfall gar nicht erst kaufen, aber im öffentlichen Raum sind wir dem wirklich ausgeliefert und wir haben quasi kein Mitspracherecht. Die Menschen in den Städten wurden eigentlich nie gefragt, ob sie d'accord damit sind, dass die Stadt immer weiter mit Werbung zugepflastert wird. Genau, ein wichtiger Aspekt gerade zu der Außenwerbung ist auch die Überlagerung des Stadtbildes, denn alle Städte sind ja in irgendeiner Weise gestaltet durch Stadtplaner und Architekten vor allem. Und wenn wir jetzt Werbung zulassen im öffentlichen Raum, dann wird dann natürlich das Stadtbild sehr stark davon vereinnahmt und überlagert. Ein weiterer Punkt ist die Kommerzialisierung des öffentlichen Raums. Also aus unserer Sicht hat der öffentliche Raum in erster Linie eine soziale Funktion. Er ist, wie Henrik gerade schon gesagt hat, ein Ort der Begegnung, des gesellschaftlichen Lebens. Er ist Lebensraum und eben keine Ware. Wenn wir jetzt aber an jeder Ecke Werbung zulassen in unseren Städten, dann senden wir letztendlich damit die Botschaft, dass private Unternehmen, die es sich leisten können, diesen öffentlichen Raum für ihre Zwecke vereinnahmen können und nach ihrem eigenen Gutdünken mehr oder weniger gestalten können. Und das ist eigentlich relativ undemokratisch, wenn man sich das mal überlegt, denn natürlich haben die wenigsten die Möglichkeit dazu. Genau. Ein weiteres Problem, was wir sehen, ist die ökonomische Macht. Es ist natürlich so, dass besonders die großen, sehr wirksamen Werbeflächen können sich nur Unternehmen mit viel Geld leisten, nur für die macht es Sinn. Und das sind häufig multinationale Konzerne, was einmal dazu führt, dass die Städte mit der Zeit immer gleicher aussehen. In jeder Stadt hängt dieselbe Nike- oder Coca-Cola-Werbung die Städte verlieren ihr individuelles Gesicht. Auf der anderen Seite ist es so, dass auch lokale Läden und Geschäfte eben praktisch gar nicht in der Außenwerbung vorkommen. Wir werden auch unterstützt von vielen, unsere Initiative, von vielen lokalen Läden und Geschäften, die eigene Modekollektion von der Boutique um die Ecke wird eben nicht präsentiert, aber jedes Frühjahr wird die H&M-Kollektion in der ganzen Stadt präsentiert oder die Buchhandlung um die Ecke kommt auch nicht drin vor. Außerdem ist es so, dass Werbung ist ja eine Form der Kommunikation, aber Außenwerbung eine sehr einseitige. Es wird ein Statement in den öffentlichen Raum gestellt, was erstmal da einfach hängt. Und es gibt nicht die Möglichkeit für die Betrachtenden, das Ganze zu antworten, zu kommentieren oder Einspruch dagegen zu erheben. Und wie auch gerade schon angeklungen, können sich das nur die Meinungsmacht in der visuellen Gestaltung im öffentlichen Raum, die es sich leisten können. Es spiegelt nicht die Mehrheitsmeinung wider. So ähnlich sieht es aus mit
mit Macht darüber, dass die Unternehmen, die die Werbeflächen aufstellen, eben auch entscheiden können, welche Werbung gezeigt wird und welche nicht, was gerade bei politischer Werbung oder politischen Botschaften problematisch sein kann. Ja. Hier noch ein Beispiel für die Unausweichlichkeit. Man hört öfter im öffentlichen Raum, wenn eine Werbung stört, man kann ja einfach weggucken. So einfach ist es häufig nicht. In Berlin nehmen diese großen Werbeflächen an Baugerüsten in letzter Zeit deutlich zu. Das ist auch ein gutes Beispiel für private Werbeflächen. Es ist tatsächlich so, dass es gibt sowohl Werbeflächen auf öffentlichem Grund, an denen auch die öffentliche Hand verdient. Ein Großteil der Werbeflächen, wie zum Beispiel hier zu sehen, ist allerdings auf privatem Grund. Hier wird auf krasse Art und Weise der öffentliche Raum bespielt. Es kommt allerdings nur beim Hausbesitzer Geld dafür an. Er ist der Einzige, der daran verdient. Genau. Normalerweise geht man ja gewissermaßen einen Deal ein, wenn man sich Werbung reinzieht. Im Fernsehen kriegt man dafür Free TV, im Online kriegt man dafür einen Service oder zum Beispiel auch bei Spotify, wenn man Spotify mit Werbung hört, kriegt man dafür kostenlos Zugriff auf hunderttausende Songs. Gerade die privaten Flächen im öffentlichen Raum, da ist es nicht so, man kriegt im Endeffekt nichts dafür zurück, weil eben die öffentliche Hand leer ausgeht. Das ist also ein unglaublich schlechter Deal, den man da im Endeffekt eingeht. Genau. Ganz abgesehen davon, dass vielleicht auch die Bewohner des Hauses ab und zu aus dem Fenster schauen wollen. Ja. Genau. Okay, also jetzt, wo wir das Problem mehr oder weniger umrissen haben, stellt sich natürlich die interessante Frage, was können wir dagegen tun? Welche Möglichkeiten haben wir uns diesem ständigen Werbegeballer, wie wir es ganz gerne nennen, zu widersetzen? Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Eine, die viele von euch vielleicht kennen, ist das Adbusting. Beim Adbusting geht es darum, bestehende Werbeplakate so zu verändern, dass man in gewisser Weise die Werbung entlarvt oder auch das dahinterstehende Unternehmen entlarvt oder zumindest auf Aspekte aufmerksam macht, die in der Werbung uns sonst verschwiegen werden. Wie zum Beispiel hier bei dem linken Foto das Beispiel der Capri-Sonne, wo es darum geht, dann natürlich auf die Ressourcenverschwendung und die Verschmutzung durch diese Verpackung aufmerksam zu machen. Oder rechts bei McDonald's um die Masthühner und Antibiotikabelastung etc. Hier ist auch ein ganz schönes Beispiel aus der aktuellen Kampagne der Bundeswehr. Und man sieht daran auch ganz schön, beim Adbusting wird in der Regel versucht, das so zu gestalten, dass es quasi die Veränderung des Werbeplakats sich in die Gestaltung des Plakates mit einfügt, also als würde es dazugehören. Okay, darüber hinaus kann man natürlich auch einfach Werbeflächen kapern und für seine politischen Botschaften beispielsweise nutzen oder zur Mobilisierung. Hier ist ein ganz schönes Beispiel aus Berlin, von auch kürzlich, wo die Werbefläche genutzt wurde, um auf eine Demonstration aufmerksam zu machen und gleichzeitig auf das Problem der steigenden Mieten. Das wurde natürlich nicht angemietet, diese Werbefläche, sondern einfach ja, benutzt. Und da ist natürlich gleichzeitig auch noch eine zweite Botschaft dabei, nämlich, dass die Kommunikation im öffentlichen Raum keine Einbahnstraße ist, sondern dass, wenn große Konzerne den öffentlichen Raum sich aneignen können, um ihre Botschaften zu platzieren, warum sollten wir das nicht können? Davon abgrenzen kann man so ein bisschen das Thema kreative Interventionsformen und Kunst im öffentlichen Raum und auf Werbeflächen. Das ist oftmals eine etwas subtilere Kritik, wo mit dem Stilmittel Ästhetik gearbeitet wird. Und auch da geht es dann natürlich darum, gleichzeitig auch zu zeigen, was könnte sonst noch mit den Werbeflächen passieren. Zum Beispiel hier ist ein Beispiel aus Berlin, wo eine Künstlerin ein Werbeplakat genommen hat, da ein Kunstwerk drauf gemalt hat und das dann wieder zurückgehangen hat. Netterweise hat sie gleichzeitig auch auf Berlin werbefrei hingewiesen. Genau, aber das zeigt eben gleichzeitig, diese Flächen sind da, man kann sie auch für Kunst nutzen oder der Kreativität sind eigentlich keine Grenzen gesetzt.
Hier ist ein etwas weniger subtiles Beispiel, was ich aber trotzdem eigentlich ganz nett finde. Das hier ist der No Ad Day. Das ist eine internationale koordinierte Aktion von verschiedenen werbekritischen Bewegungen weltweit, die sich quasi einmal im Jahr zum Ziel setzen, alle in ihren Städten möglichst viele Werbeflächen von der Werbung zu befreien und sie einfach dann weiß zu hinterlassen. Das wirkt auch ganz schön eigentlich, gerade wenn es so mehrere Werbeflächen nebeneinander sind. Genau, hier haben wir ein Beispiel aus London von der Gruppe Subvertisers for London. Die nehmen so Werbeplakate oder Poster in der Größe, die normalerweise halt in den U-Bahnen hängen und hängen die einfach da drüber. Okay, abgesehen von diesen ganzen Interventionsformen gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten. Und es gibt auch mehrere Städte auf der Welt, die zeigen, dass das Ganze eigentlich keine Utopie ist, sondern dass es durchaus möglich ist, eine werbefreiere Stadt oder eine ganz werbefreie Stadt zu erreichen. Die beiden bekanntesten Beispiele sind eigentlich Sao Paulo und Grenoble. Sao Paulo hat schon 2007 ein Gesetz erlassen, das hieß das Gesetz Saubere Stadt, mit dem eigentlich innerhalb weniger Monate die ganze Stadt von Werbung befreit wurde. Und wenn man verschiedenen Medienberichten glauben darf, sind die Bewohner und Bewohnerinnen von Sao Paulo auch sehr zufrieden damit. Andere bekannte Stadt in Europa ist Grenoble in Frankreich. Die haben 2014 angefangen, bestehende Werbeverträge auslaufen zu lassen, ersatzlos, und stattdessen die Werbeflächen durch Bäume auszutauschen, also Bäume statt Werbung. Dann gibt es verschiedene Bundesstaaten in den USA, danke, die quasi Großklebeflächen, also Billboards, verboten haben. Da geht es dann in erster Linie um Verkehrssicherheit und natürlich auch sozusagen die Landschaft, dass die Landschaft nicht davon überlagert wird. Das gleiche gilt für Lanzarote in Europa. Und dann gibt es verschiedene Städte auf der Welt, die zumindest die Außenwerbung reduzieren möchten. Paris hat vor ein paar Jahren ein Drittel der Werbeflächen abgeschafft und noch verschiedene andere Städte auf der Welt haben ähnliche Schritte eingeleitet. Und dann gibt es in Genf derzeit gerade eine Initiative. Da war es so, vor circa 2 Jahren wurden die Konzessionen für Werbeflächen neu ausgeschrieben. Und das hat dazu geführt, dass für etwa 2 Wochen alle Werbeflächen in der Stadt einfach weiß waren, also unbespielt. Und das fanden die Bürgerinnen und Bürger in Genf so schön, dass sie dann eine Initiative gegründet haben und ähnlich wie Berlin Werbefrei auch mit einem Volksbegehren, mit einer Petition jetzt erreichen möchten, dass das dauerhaft so ist. Genau. Als weitere Option wäre noch die Klageoption. Es ist nämlich tatsächlich so, dass viele bestehende Werbeflächen, zumindest in Berlin ist das der Fall, gegen geltendes Recht auch verstoßen. Rührt hauptsächlich daher, dass es eben diese öffentlich ausgeschriebenen Flächen gibt, gleichzeitig aber die privaten Flächen. Das wird kaum überprüft, ob das den entsprechenden Gesetzesvorgaben entspricht. Nach der Gesetzeslage darf keine störende Häufung und keine Verunstaltung des Stadtbildes vorliegen. Das sind beides sehr vage, schwammige juristische Begriffe. Das heißt, bei der Klageoption würde man immer nur gegen einzelne Werbeplakate vorgehen und es wäre auch aufwendig, überhaupt bei solch schwammigen Begriffen zum Ziel zu kommen. Genau. Es gibt also eine ganze Reihe an Optionen, sich mit dem Thema Werbung im öffentlichen Raum auseinanderzusetzen, wie wir gerade gesehen haben, von sehr kreativ bis eher langweilig. Wir würden jetzt gerne unseren Ansatz vorstellen. Wir streben, wie gesagt, einen Volksentscheid an. Die Initiative Berlin Werbefrei sind wir. Und dem Ganzen liegt ein Gesetz zugrunde, das geschrieben wurde und sozusagen unsere Vision des öffentlichen Raumes verkörpert. Gleich vorneweg, es gibt 2 Teile zu dem Gesetz, das ich jetzt gerne kurz vorstellen möchte. Der erste Teil befasst sich mit Werbung im öffentlichen Raum, der zweite Teil mit Werbung und Sponsoring in öffentlichen Einrichtungen und Schulen, Kitas und Hochschulen. Ich gehe hier nur auf den ersten Teil ein.
Genau. Also nach unserem Konzept ist Werbung erstmal komplett verboten. Es gibt dann aber eine Reihe von Ausnahmen, die definiert werden, die dazu dienen, das Ganze möglichst realistisch zu gestalten, es finanzierbar zu halten. Genau. Und ein wichtiger Punkt war uns, dass im Endeffekt die Ausnahmen, die es gibt, dass alle Gelder, die darüber generiert werden, auch wirklich bei der öffentlichen Hand ankommen. Also, was sind diese Ausnahmen? Erste Ausnahme ist, dass Werbung für Läden und Geschäften an den eigenen Fassaden weiterhin erlaubt wäre, also Werbung an der Stätte der Leistung. Das heißt, ein Laden darf weiterhin auf sich aufmerksam machen. Das ist wahrscheinlich soweit gut nachvollziehbar. Ein Punkt, wie ich vorhin auch schon angesprochen habe, ist eben auch genau, dass wir die lokale Wirtschaft stärken wollen. Das Ganze ist allerdings nur erlaubt bis maximal 10 Metern Höhe, um eben ein Branding der Skyline, wie in diesem Beispiel, zu verhindern. Das ist nicht nötig, um auf sein Geschäft oder Laden aufmerksam zu machen oder Informationen bereitzustellen. Hier geht es wieder um die andauernde Präsenz und Wiederholung. Zweite Ausnahme ist, dass Veranstaltungswerbung und gemeinnützige Werbung bis maximal DIN A0 nicht hinterleuchtet und nicht bewegt auch weiterhin erlaubt ist. Diese Ausnahme rührt hauptsächlich daher, dass gerade Veranstaltungswerbung häufig informativ ist. Veranstaltungswerbung ist darüber definiert, dass sie eben ein Ort und eine Zeit beinhaltet und den Veranstaltungsnamen und viele Menschen eben daran auch wirklich interessiert sind, was kann ich unternehmen, die sind oft kurzfristig, die Veranstaltungen, genau, und es dient eben auch der Finanzierung. Dieses Beispiel wäre nicht erlaubt, links, weil das Plakat zu groß wäre, das ist nicht nötig zum Informieren, und rechts sieht man, glaube ich, schlecht, das ist eine bewegte und hinterleuchtete Litfaßsäule, auch das ist nicht nötig zum Informieren. So, die dritte Ausnahme ist, dass Produkt- und Dienstleistungswerbung ist erlaubt bis maximal ein Jahr zur Finanzierung von Bushaltestellen, Bahnhöfen und öffentlichen Sanitäranlagen. Das rührt ganz konkret von der Finanzierbarkeit her. Es ist in Berlin aktuell der Fall, dass die Bushaltestellen nicht der Stadt gehören, auch nicht der BVG, sondern der Wall AG, die Firma, die öffentlichen Werbeflächen aufstellt. Und der Deal ist so, dass sie eben die Bushaltestellen bauen und dafür dort so viel werben können, wie sie möchten. Damit die jetzt nicht einfach ihre die Bushaltestellen abbauen und die Bürger im Regen stehen, gibt es extra diese Ausnahme, sodass die Finanzierung weiterhin gesichert ist. Es darf nur so lange Produkt- und Dienstleistungswerbung dort hängen, bis die Kosten für die Bushaltestelle eben wieder eingespielt sind, aber maximal bis ein Jahr. Genau. Eine ähnliche Ausnahme gibt es auch für öffentliche Einrichtungen. Da wären auch so Großflächen erlaubt. Das ist jetzt natürlich genau die Werbung, die wir eigentlich unterbinden wollten. Allerdings ist es so, dass die unglaubliche Mengen an Geld einspielen und zum Beispiel wie hier bei das ist das Schloss in Berlin, die Finanzierung auch klar davon abhängt. Unsere Hoffnung ist, dass bei anderen Gebäuden, wie zum Beispiel dem Rathaus, nicht auf solche Mittel zurückgegriffen wird. Und wenn doch, dann landet hier im Vergleich zu 90% der Großflächen an Bauzäunen das Geld wenigstens in der öffentlichen Hand. Genau. Außerdem, ganz konkret vorgesehen in unserem Gesetzesentwurf, sind Nachbarschaftsanschläge, denn die entsprechen viel mehr unserer Vision vom öffentlichen Raum, in dem die Bürgerinnen und Bürger miteinander kommunizieren und nicht diese Einbahnstraße der Kommunikation von großen Unternehmen hin zur Öffentlichkeit stattfindet. So, das klang jetzt vielleicht nach sehr vielen Ausnahmen. Im Endeffekt sind es 3 Stück. Das ist einmal Werbung an der Stätte der Leistung, dann ist erlaubt, dann Veranstaltungswerbung ist erlaubt und gemeinnützige Werbung bis maximal DIN A0, nicht hinterleuchtet und nicht bewegt und
Produkt- und Dienstleistungswerbung ist nur erlaubt für maximal ein Jahr zur Finanzierung von Haltestellen, Bahnhöfen und öffentlichen Gebäuden. Für alle Ausnahmen gilt, es dürfen keine digitalen Werbeanlagen sein, keine Wechselbildanlagen, es darf weiterhin keine Veranstaltung des öffentlichen Raumes oder keine störende Häufung vorliegen. Und explizit im Gesetz steht auch, dass die Werbung nicht herabwürdigend und diskriminierend sein darf. Und um zu sehen, dass das Ganze trotz dieser Ausnahmen einen großen Unterschied macht, haben wir jetzt noch ein paar Vorher-Nachher-Bilder, die das Ganze visualisieren. Genau, hier sieht man sehr schön die derzeitige Lage an der East Side Gallery in Berlin, einem sehr wichtigen, emblematischen Ort eigentlich, wo dieses riesige beleuchtete Werbedisplay platziert wurde. So sieht es derzeit aus und wir stellen uns das so vor. Ich finde, das wirkt schon wesentlich angenehmer einfach und nimmt einem auch nicht so sehr den Blick auf die Stadt. Hier haben wir den Moritzplatz, falls ihr ihn kennt, in Kreuzberg. Das ist für mich auch immer so ein sehr schönes Beispiel, weil das echt ein Platz ist, wo jeder Zentimeter für Werbung genutzt wird. Und wenn wir uns mal unsere Vorstellung anschauen, sieht das schon ganz anders aus. Man sieht hier einmal unten links, da sind die ganzen Großklebeflächen, die wären weg. Dann hat man einen schönen Blick auf die schöne grüne Hecke. Rechts unten ist weiterhin Werbung zu sehen, aber nur Veranstaltungswerbung im Format A0. Und die Litfaßsäule bleibt auch bestehen, aber eben nicht mehr bewegt, nicht mehr hinterleuchtet und auch mit dem Maximalmaß A0. Hier ist auch ein schönes Bild aus Kreuzberg, wo man sieht, wie derzeit einfach die Sichtachse komplett vereinnahmt wird durch die Werbeanlage. Genau. Und hier das eben schon mal gezeigte Foto, das ist, glaube ich, an der Warschauer Straße. Sieht schon ganz anders aus. Muss man dazu sagen, das war kein Photoshop, sondern wir haben einfach gewartet, bis das Baugerüst weg ist und nochmal fotografiert. Okay, also, jetzt habt ihr einen ganz guten Überblick. Noch zum Abschluss, wie ist das Verfahren? Derzeit befinden wir uns in der Unterschriftensammlung seit Januar. Wir haben insgesamt 6 Monate Zeit, Unterschriften zu sammeln. Mindestens 20.000, damit das Volksbegehren eingeleitet wird und der Senat und das Abgeordnetenhaus in Berlin sich mit unserem Gesetzentwurf befassen müssen. Wir haben jetzt noch 2 Wochen Zeit zum Sammeln. Wir haben die 20.000 schon, das kann man ruhig sagen. Aber wir wollen natürlich... Vielen Dank. Aber wir wollen natürlich möglichst 30.000, 40.000 sammeln oder noch mehr, weil je mehr wir abgeben, desto größer ist selbstverständlich die Wirkung. Dementsprechend wollen wir jetzt nochmal richtig Gas geben. Das heißt auch für euch, für alle Berlinerinnen und Berliner. Hier sind Unterschriftenlisten einmal hier vorne. Da sind auch so Postkarten und Sticker, die ihr euch gerne nehmen könnt, so viel ihr wollt. Da vorne ist auch nochmal eine Unterschriftenliste. Und genau, dann geben wir ab. Dann gibt es auch eine schöne Aktion zur Abgabe und danach geht es dann so weiter, dass entweder der Senat, wenn die das so gut finden und wir so viele Unterschriften abgeben, dass sie merken, da stehen viele Leute dahinter, könnten die das theoretisch direkt umsetzen, unser Gesetz. Dass das so in der Form passieren wird, wie realistisch das ist, wissen wir nicht. Wir wissen zwar, dass die 3 Parteien, also Rot, Rot, Grün, das zum großen Teil gar nicht mal so schlecht finden, das Thema sehr wichtig finden, aber ob sie das in der Form umsetzen werden, ist nicht sicher. Falls sie das nicht machen und das komplett ablehnen, dann müssten wir nochmal Unterschriften sammeln, nämlich 200.000 und dann gibt es einen Volksentscheid. Genau, jetzt noch ganz wichtig für euch, was könnt ihr machen? Es gibt jetzt gerade für Berlinerinnen und Berliner eine wichtige und sehr konkrete Möglichkeit, was zu tun, nämlich uns zu unterstützen. Wie gesagt, wir sammeln noch 2 Wochen lang Unterschriften. Bis zum 13.07. da wollen wir abgeben. Das heißt, wenn ihr Bock habt, sammelt gerne mit uns, auch wenn es nur einmal ist oder so. Nehmt euch ein paar Unterschriftenlisten, lasst eure Freunde unterschreiben im Bekanntenkreis, bei der Arbeit. Oder geht mal auf den Markt oder in den Park und lauft einfach mal für eine Stunde mit einer Liste rum und macht die voll oder so. Ansonsten könnt ihr euch natürlich auch sehr gerne bei Berlin Werbefrei engagieren. Wir brauchen immer Leute, gerade auch wenn es in die zweite Runde geht, wo wir nochmal 200.000 sammeln, brauchen wir auch nicht nur Leute, die sammeln, sondern natürlich auch Leute, die Öffentlichkeitsarbeit machen und
Grafikdesign oder sonst was, was auch immer ihr könnt, also eure Skills könnt ihr auf jeden Fall einbringen bei uns. Für alle, die nicht aus Berlin kommen, gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten. Die erste und wichtigste ist natürlich, das Thema überhaupt auf die Agenda zu setzen und so ein gewisses Bewusstsein dafür zu schaffen. Ne? Also, dass es eben kein Naturgesetz ist, dass unsere Städte voll sind mit Werbung und dass man durchaus was dagegen tun kann, darauf aufmerksam machen, mit Politikern reden und überhaupt das Thema ansprechen. Dann könnt ihr natürlich eure Stadt werbefrei gründen. Das wäre natürlich unsere Idealvorstellung, dass sich das Ganze auch reproduziert in anderen Städten und so weitergetragen wird. Und wir haben gesehen, es gibt viele Möglichkeiten, sich den öffentlichen Raum anzueignen und kreative Aktionen zu machen. Genau. Und es ist wichtig vielleicht noch dazu zu sagen, dass die ganze Sache vielleicht nicht so utopisch ist, wie sie im ersten Moment klingt. Es ist etwas, was, glaube ich, auch langsam den Politikern dämmert, ein Eingriff, der klar sichtbar ist, wo man von einem Tag auf den anderen den Unterschied sieht, wo man aber auf der anderen Seite erstaunlich wenig Menschen auf die Füße tritt. Also es gibt viele Menschen, die finden unseren Vorstoß gut. Es gibt viele Menschen, denen es relativ egal, aber es gibt sehr wenige Menschen, die sagen, oh, Werbung ist so geil, wir brauchen unbedingt viel mehr. Und deswegen, auch wenn ihr euch engagieren wollt bei etwas, was tatsächlich Erfolgsaussichten hat und wo man einen Unterschied merkt, den man gemacht hat, ist das, glaube ich, eine sehr gute Option. Wie gesagt, ihr könnt gerne Material mitnehmen gleich, aber vorher, wenn es noch Fragen gibt, könnt ihr die jetzt gerne stellen. Ansonsten wären wir am Ende des Vortrags. Herzlichen Dank. Danke. Herzlichen Dank, Henrik und Steffen von Berlin Werbefrei. Und ich sehe schon die ersten Hände, die sich melden und gehe jetzt einfach mit dem Mikro rum. Erstmal vielen Dank. Ich versuche selber werbefrei zu leben, also das nicht zu hören und nicht zu sehen und mein Zuhause werbefrei zu halten, wenn Leute auf Besuch kommen. Und wenn ich Workshops mache, dann auch Leute sagen, dass sie keine Werbung mitbringen soll zu den Workshops und so. Meine einzige Wunsch jetzt heute war, dass ich konnte nicht ganz den Werbung meiden, also ich konnte wegschauen, als ihr es gezeigt haben, aber ihr habt zwischendurch verschiedene Brands genannt. So mein Wunsch wäre, dass ihr in die Zukunft nicht verschiedene Marken nennen, so dass Leute wie ich wählen kann, das zu meiden und trotzdem zuhören, was ihr sagt. So, das war kein Wunsch, keine Frage, sondern ein Wunsch. Danke. Ja, vielen Dank für die Anmerkung. Also das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt und natürlich machen wir das zur Veranschaulichung und weil wir auch die derzeitige Lage, wie es derzeit ist in Berlin, zeigen wollen. Ne? Natürlich sind wir uns auch dem bewusst, dass wir dadurch wieder Werbebilder reproduzieren. Ist natürlich ein schmaler Grat und wie man da genau vorgeht, schwer. Aber auf jeden Fall vielen Dank für den Hinweis. Ihr habt ja ganz gut darauf hingewiesen, dass Werbung, gerade diese großflächige Werbung im öffentlichen Raum, ja etwas total Asymmetrisches ist. Also es gibt einen großen Konzern oder die Bundeswehr, die einfach unendlich Steuergelder da reinblasen kann und man kriegt diese Werbung aufs Auge gedrückt. Jetzt ist es so, dass Deutschland ja quasi das einzige Land in Europa oder zumindest in der EU ist, wo ja Tabakwerbung im öffentlichen Raum noch erlaubt ist. Und das ist ja kein Versehen, sondern das ist ja, wie ihr schon gesagt habt, richtig geil findet es keiner, vielleicht ein paar Leute, aber die paar Leute, das ist ja eine gewaltige Lobby. Habt ihr irgendeine Idee oder irgend so ein Konzept, wo ihr sagt, okay, wir gehen nicht nur zu den üblichen Verdächtigen, sondern die FDP Berlin, die ja für kein Blödsinn sich zu schade ist, so kann man da irgendwie ansetzen? Kann man da nicht nur bei einzelnen Parteien, sondern auch irgendwie Lobbyverbänden irgendeinen Hebel ansetzen? Weil ihr könnt schon davon ausgehen, dass wenn tatsächlich dieser Bürgerentscheid und Bürgerinnenentscheid kommt, dass da ja massiv Arbeitsplätze, Meinungsdiktatur, bla bla bla, Freiheit ist Werbung, gegen euch gemacht wird. Und zwar von denjenigen, denen die Flächen ja gehören. Also
Wie wirkt man da? Vielen Dank für die Frage. Also klar sind wir uns bewusst, dass es auf jeden Fall, falls es zum Volksentscheid kommt, dass es eine massive Gegenkampagne geben wird. Und natürlich haben wir einen mächtigen Gegner, der unbegrenzt Werbeflächen für die Kampagne zur Verfügung hat und auch viel Geld. Aber wir sind uns auch bewusst, dass wir die besseren Argumente haben. Und was den ersten Punkt angeht, gerade weil die Werbelobby, wie du sagst, auch die Tabakwerbelobby, aber generell natürlich auch die werbetreibenden Unternehmen sehr mächtig sind, denke ich zumindest persönlich, dass es wahrscheinlich auf Bundesebene derzeit nicht möglich wäre, sowas durchzusetzen. Aber wir haben eben glücklicherweise in vielen Städten dieses Instrument Volksbegehren und in vielen Bundesländern. Und da ist es schon was ganz anderes. Und da glaube ich schon, dass man da was erreichen kann, durchaus. Und es ist auch so, dass wir, bei uns geht es ja erstmal nur um Außenwerbung. Außenwerbung ist jetzt Werbung, die der Werbeindustrie selber gar nicht so sehr am Herzen liegt. Es wandert immer mehr Werbung ab. Man kennt es vielleicht auch, es gibt reihenweise Werbung in Städten, die für die Werbeflächen selber wirbt. Werbung im Internet oder in Magazinen ist viel zielgerichteter. Und die Außenwerbeindustrie versucht eben so ein bisschen entgegenzuwirken, indem sie jetzt immer mehr digitale Werbeanlagen und immer größer wird. Aber an sich liegt sie der Werbeindustrie nicht so mega am Herzen. Und es gibt auch selbst bei uns in der Organisation eine Reihe Leute, die selber in der Werbeindustrie tätig sind, die Außenwerbung trotzdem kritisch sehen. Genau, und deswegen glaube ich, dass darüber das Argument der Arbeitsplätze nicht so stark ist. Und weil auch zum Beispiel die Arbeitsplätze der Leute, die die Plakatfläche kleben, von der Digitalisierung gefährdet sind. Und wir setzen im Endeffekt auf zwei Sachen. Einerseits, dass die Politik es sich selber womöglich aneignet und ihren eigenen Nutzen daraus schöpfen möchte, eben um Profil zu gewinnen zum Beispiel. Oder andererseits auf eine öffentliche Debatte eben. Und ich bin überzeugt davon, dass wir die besseren Argumente haben und dass da im Endeffekt es wirklich viele Menschen gibt, die dazu noch keine klare Meinung haben, und das ist eine Chance, die können sich die Meinung noch bilden. Und man, ich glaube schon, dass man 200.000 Menschen zusammen, es gibt 200.000 Menschen in Berlin, die sofort unterschreiben würden, wenn sie nur Berlin werbefrei hören, und die müssen wir erreichen. Und dann kommt es darauf an, ob mehr als die Hälfte der Bevölkerung eben das positiv einschätzt. Ja. Du hattest gerade noch einen Punkt noch. Du hattest noch die Parteien angesprochen. Also klar, die Parteien in Berlin haben sich zum größten Teil schon positioniert. Zumindest auf Bezirksebene haben sich alle schon positioniert. Und natürlich die FDP dagegen, ganz klar die AfD und die CDU. Und ich glaube, bei der AfD und der FDP muss man es auch nicht versuchen. Aber zum Beispiel sogar bei der CDU könnte ich mir vorstellen, dass man die mit anderen Argumenten auch sogar zumindest in großen Teilen überzeugen könnte. Also gerade wenn man auf sowas wie Verkehrssicherheit hinweist, Denkmalschutz und so weiter. Also da muss man dann natürlich andere Argumente bringen. Aber also ganz abschreiben würde ich diese Leute oder zumindest die Wähler auch nicht für das Thema. Ja. Dankeschön. Ich sehe jetzt hier noch zwei Fragen, drei Fragen. Wenn noch jemand eine hat, meldet euch, dann sehe ich euch. Ja, ich habe keine Frage. Ich wollte mich einfach nur mal für die Initiative bedanken, weil da steckt auch immer ziemlich viel Arbeit und ein ehrenamtliches Engagement dahinter. Und ich finde, das ist eine sehr schöne Vision. Vielen Dank, dass ihr da dran cool, seid. Cool, danke. Das ist immer sehr schön, auch so ein Dankeschön zu hören. Es motiviert einen, dann weiterzumachen. Ja, so, mich würde mal interessieren, wir haben jetzt immer nur über visuelle Werbung gesprochen, aber ich kann mir schon genau vorstellen, was dann als nächstes kommt. Wenn das verboten ist, dann gibt es natürlich Audio-Werbung im verstärktem Maß. Habt ihr da schon irgendwie das angedacht? Habt ihr das in eurem Gesetz eventuell schon verankert? Also Audio-Werbung ja. Im öffentlichen Raum? Oder? Ja, genau, im öffentlichen Raum. Ich weiß nicht, da gelten wahrscheinlich andere Regeln sowieso schon, aber... Es ist, es gibt natürlich immer Schlupflöcher. Ich glaube, das Schlupfloch, was ich am kritischsten sehe, ist, dass dann viele, keine Ahnung, Coca-Cola-Festival oder sowas veranstaltet wird, um eben Veranstaltungswerbung mit Produkten machen zu können. Es wird diese Schlupflöcher immer geben. Audio-Werbung weiß ich jetzt nicht, ob das aktuell überhaupt erlaubt wäre.
Es ist ja sogar so, dass eben die digitalen Werbeflächen eigentlich keine Bewegtbilder zeigen dürfen, sondern nur so Überblendeffekte, wo es ja auch um das Erhaschen von Aufmerksamkeit geht. Audio-Werbung ist, glaube ich, so im öffentlichen Raum nicht erlaubt, wobei wir da nochmal unseren Juristen wahrscheinlich fragen müssten. Aber klar, es gibt irgendwie Schlupflöcher. Es geht uns natürlich auch um eine Sensibilisierung bei dem Thema. Und ich glaube, wenn der erste Schritt eingeleitet ist, dann muss man sich natürlich weiterhin darum kümmern, dass das entsprechend weitergedacht wird und umgesetzt. Ja. So, die letzte Frage hier hinten. Okay. Auch nochmal vielen Dank von meiner Seite für den Vortrag. Ich komme aus dem grafisch-künstlerischen Bereich und es gibt von Arte einen sehr guten Beitrag, also eine sehr gute Doku über Urbanisierung, und ein Teil davon ist eben auch Adbusting, wie man damit in Paris oder in New York umgeht, und ich und Freunde wurden natürlich sehr angesteckt von dieser interessanten Idee, weil wir wissen, wie gut man mit einfacher Ästhetik im öffentlichen Raum arbeiten kann. Mir war es bis jetzt aber einfach noch zu heikel, die Rechtslage dessen zu googeln. Also, wie kennt ihr euch denn da aus? Weil das Problem ist ja, dass alles irgendjemandem gehört und auch man im freien Wald nicht zelten darf, weil man dann Rechte verletzt. Und ich finde diese Beispiele sehr gut, wie man mit Plakaten umgeht und da auch draufmalt, und das mache ich ja auch. Habe aber immer ein bisschen Schiss, weil ich mir denke, ganz stumpf gesagt, beschädige ich gerade fremdes Eigentum, und da versuche ich immer, möglichst wenig Schaden anzurichten und auch einfach nicht in irgendwelche Scheiße zu treten. Also, wie kennt ihr euch da aus? Also was auf jeden Fall legal ist, sind Sachen, wo man Dinge überklebt. Also wenn man zum Beispiel von außen an die Werbeanlagen weitere Plakate mit Tesafilm anbringt, sodass man sie wieder abmachen kann. Okay. Das geht definitiv. Auch mit Kreidestiften drauf malen, da kann man dir nichts anhängen. Also ich bin jetzt auch kein Jurist, aber es war natürlich auch öfter mal Thema. Es gibt in Berlin mehrere Adbuster auch, die da sehr aktiv sind. Bei den Werbeplakaten, die ausgetauscht wurden, ist es meistens so, dass man sich, soweit ich das verstanden habe, befindet man sich in einer Grauzone, solange man das bestehende Plakat eben nicht zerstört, sondern einfach zusammenrollt, vielleicht sogar im Schaufenster drin lässt und sein eigenes da drüber hängt. Dann hat man nichts kaputt gemacht. Man könnte höchstens für die Ausnahmeeinfälle belangt werden. Es gibt auch in Berlin regelmäßig Adbusting-Workshops von, da muss man mal googeln, findet man. Und da wird auch, glaube ich, nochmal genauer auf genauso Sachen eingegangen. Soweit ich das mitbekommen habe, ist es nicht, wenn man sich vorsichtig anstellt, nicht so mega problematisch. Noch als kleine Ergänzung, also wenn du da auf Nummer sicher gehen willst, die Definition von Sachbeschädigung ist so, dass, falls es nicht mehr rückgängig zu machen ist. Ja, okay, also wenn du es irgendwie so da anbringst, dass du es wieder entfernen könntest, bist du relativ auf der sicheren Seite. Dann ist es auf jeden Fall nicht strafrechtlich relevant. Ja. Genau, und als wenn du ein Plakat mitnimmst, ist es natürlich Diebstahl. Ja, genau, okay. Ich kenne es nämlich auch größtenteils aus dem Graffiti-Bereich, sobald man Dinge zerkratzt oder mit schwerer Farbe das belastet, wird es schwierig, und auch diese sehr haftbaren Sticker sind schwer abzumachen, und dann gibt es wieder ein Terz und so weiter. Aber mit einfachen Tesafilmen, man kann ja den öffentlichen Raum schon irgendwie nutzen, und ja, danke. Genau, es gibt auch so Sprühkleber, das kann man dann ganz leicht wieder abziehen, oder wenn man einfach ein anderes Plakat drüber hängt, ist es auch keine Sachbeschädigung. Und Kunst für den guten Zweck ist dann auch ab und zu vielleicht schlecht mit juristischen Mitteln zu belangen, nicht wahr? Genau. Ich sehe jetzt gerade keine Fragen hier mehr. Dann bedanke ich mich bei euch nochmal. Das ist toll, dass ihr hier wart. Danke.